Freunde, wollt ihr hier drin bleiben oder raus? Ich muss nämlich los. Regnet aber. Bei dem Wetter möchte ich nicht rausgehen. Seid da sicher, ich will aber nicht wieder so ein Chaos hier haben. Wenn ihr brav seid, gibt's meinen Traum. Wenn nicht, klatscht es, aber kein Beifall. Tschüssi. Ja, ja, Frauchen. Geh du mal. Paul, kommst du bitte? Wir wollen uns jetzt schön entspannen und richtig faul sein. Was ist denn faul sein, Moritz? Faul sein, das ist, wenn man mal gar nichts tut. Einfach nur hinlegen, ein schönes Buch lesen, über Gott und die Welt nachdenken, entspannen, chillen, abhängen. Kann man sich da gar nicht bewegen? Muss man da dauernd liegen so? Vielleicht ein bisschen schöne Musik hören. Ja, ich weiß nicht. Aber es ist doch dann langweilig. Faul sein ist langweilig. Ich will aber nicht, dass langweilig ist. Ich will Aktion. Ich will Spaß. Juhu! Paul, bitte mach nicht wieder so ein Chaos. Ich möchte nachher Weintrauben essen. Bitte. Aber ich suche mir doch nur einen Platz zum Hinlegen, damit ich richtig doll faul sein kann. 12 Sekunden später. Paul, was machst du denn jetzt auf der Couch? Ich suche noch nach der richtigen Position zum Hinlegen und faul sein. Leg dich doch einfach hin, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, Moritz, bin gleich so weit. Liege schon fast, bin schon total faul. Paul, warum wühlst du jetzt unter den Sofakissen herum? Mensch, jetzt nerv mich doch nicht, Moritz. Ich muss hier noch was gucken. Ich bin schon total faul. Super faul, so richtig. Ich bin richtig faul. Zwei Stunden später. Paul, was soll das denn? Aber das war ich gar nicht. Die Kissen sind einfach so runtergefallen. Wir wollen heute faul sein. Aber ich bin doch faul. Ich mache überhaupt nichts. Voll langweilig ist mir. Soll ich mit dir ein Spiel spielen? Ja, wir spielen ein Spiel. Wie wär's zum Beispiel mit Ich sehe was, was du nicht siehst? Ich überlege mir eine Sache, die es hier gibt und nenne die Farbe und du musst erraten, was ich meine. Ich fange an. Na klar, kannst du anfangen. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist schwarz, ganz dunkel. Ach, Paul, ich sehe hier im Raum 2 Dinge, die schwarz sind. Das TikTok-Kissen und der Teppich. Soweit man den unter den Sofakissen noch sehen kann. Ich entscheide mich für den Teppich, Paul. Ist der Teppich richtig? Boah! Wo weißt du das, Moritz? Genau, der Teppich! Ach, Paul, du bist wirklich leicht zu durchschauen. Und jetzt bist du dran. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist gelb. Was gelb ist. Ich schau mal. Magier? Nein, Paul.
Das hier? Nein, Paul, auch nicht das Schwein. Oder das hier? Nein, Paul, die Hello Kitty ist doch nur weiß. Die Nase ist gelb. Das hier vielleicht? Ach, Paul. Das hier dann? Nein, Paul. Und der Ball ist grün, nicht gelb. Das hier vielleicht? Ach, Paul. Das Schlüsselband ist nur blau-grün, überhaupt nicht gelb. Jetzt weiß ich den Tennisschläger. Guck, guck, guck. Paul, der ist Holz mit Rot, das ist nicht gelb. Ach Mann. Ich hab doch gar nicht verlangt, dass du alle Gegenstände einzeln anschleppst. Hier, guck mal, der Clown. Nee, Kasper, die Haare. Nein, Paul, auch nicht der Kasper. Aber hier, guck, das Tau. Paul, das Tau ist weiß. Aber das ist so schön. Du hättest doch nur sagen müssen, welchen Gegenstand ich vielleicht meine. Aber hier, guck, 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 das Teil, es ist komplett gelb. Komplett gelb. Das meine ich aber leider auch nicht. Oh Mann. Vielleicht doch der Schläger? Guck mal, der ist so schön. Schön ja, aber nicht gelb. Guck mal hier, die Tasche. Komplett gelb, komplett gelb. Nein, die Tasche ist es auch nicht. Räumst du das eigentlich dann auch alles wieder weg? Ja, ja, mache ich später. Erstmal muss ich total faul sein. Eine Ewigkeit später. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ist doch blöd. Guck mal, ich habe schon 15 und 7000 Sachen rangeschleppt. Gibst du jetzt etwa auf? Ach, Paul. Es war hier oben beim TikTok-Kissen das Gelb. Ich hatte doch, als ich deins geraten habe, gesagt, Teppich oder TikTok-Kissen. Ich dachte, du denkst ein bisschen logisch. Hör jetzt auf, das ist mir zu blöd. Bin jetzt anders faul. Jetzt hör aber doch bitte auf, so chaotisch zu sein. Wollen wir Schäfchen zählen? Das ist schön beruhigend. Na gut, dann zeig mir, wie Schäfchen zählen geht. Ich will ja faul sein. Ich gebe mir total die Mühe. Das ist so schwer. Dafür stellt man sich vor, dass man Schäfchen sieht, die über einen Zaun springen. Und dann zählt man die Schäfchen und dann wird man ganz ruhig und irgendwann schläft man vielleicht sogar ein. Ich fange einfach mal an, okay? Ein Schäfchen springt über einen Zaun. Was? Wo? Zwei Schafe springen über einen Zaun. Ich sehe keine Schäfchen. Drei Schäfchen springen über einen Zaun. Da sind keine Schäfchen. Vier Schäfchen springen über einen Zaun. Das ist voll blöd. Ich gehe jetzt Mäuse zählen. Ach, Paul, bleib hier. Wo willst du denn jetzt wieder hin? Eine Maus, zwei Mäuse, drei Mäusen, vier Mausens, fünf Mausis, sechs Miesisisi, piep, 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 sieben Mausis. Paul, vom Mäusezählen wird man nicht müde. Aber Moritz, viel cooler als Schafe zählen. Paul, komm wieder her und leg dich hin. Wir wollen doch faul sein. Na gut. Na gut. Oh, da oben, da riecht's ja nach Popcorn. Oh. Ja. Was? Da ist Popcorn? Oh, lecker. Da kann ich auch was haben. Warte, ich komme. Ich komme. Oh, ich glaube, Frauchen kommt. Lecker. 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 Sind wir da? Was? Hallo, Frauchen.
Ich war voll faul, hab die ganze Zeit auf dem Kissen hier gesessen. Guck mal! Wie sieht's denn hier aus? Ja, also, das war der Moritz, das war ich nicht. Es folgen meine Top 5 Redewendungen, wie man auf ein Chaos reagiert. Platz 5. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch herum. Platz 4. Es sieht ja hier aus wie bei Hempels unterm Sofa. Platz 3. Es sieht ja hier aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Platz 2. Es sieht hier aus wie Sau. Platz 1. Hier hat wohl jemand 2 Minischweine. Ja, Paul, ich sehe, du warst ganz brav. Dafür kriegst du auch Weintraum. Guck mal. Weintraum, Weintraum, ich komme! Aber ich war das nicht. Das war alles der Paul. Paul hat mich ausgetrickst. Ach, ist das gemein. Tja, Moritz, du kriegst keine. Guck dir mal an, wie es da hinten aussieht. Mann, Mann, Mann. Paul, du warst brav, ne? Jo, fein. Guck mal, du kriegst noch einen. Fein, lecker, lecker, ne? So ein lieber Paul. Prima. Du würdest niemals Blödsinn machen, ne? Nein. Bist ja auch mein Bester. Jetzt habe ich zwar Popcorn, aber keine Weintrauben. Das ist so fies. Na gut, Moritz, komm her. Na warte, Paul. Das kriegst du irgendwann zurück. Moritz, komm her. Fein. Kriegst auch was ab, mein Dicker. Wirklich? Ich krieg auch Weintrauben? Oh, das ist ja fein. Au. Du Kleiner. Fein. Pauli. Und der Mumi. Pauli. Ihr müsst jetzt alle Like klicken und die Glocke aktivieren, weil ich so lieb war. Ja, ja, du und lieb. Naja, Hauptsache ich krieg auch was ab. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.